Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Emergency 5 Lüdenscheid. Lange hat's gedauert. Vorher hieß es mal Emergency 5 Wuppertal Version 1.3. Vor etwa einem Jahr ist ja die Version 1.2 von Wuppertal rausgekommen und ich muss sagen, ich bin echt beeindruckt, was die hier noch geleistet haben in Lüdenscheid dann. Und ja, mit dabei ist natürlich Pascal. Hallo. Wir spielen im Multiplayer. Und jetzt erstmal so ein paar Fakten dazu, ne? Also die Art der Karte ist auf jeden Fall fiktiv, das heißt, es ist halt keine reale Map nachgebaut, so wie das jetzt bei dem Grundspiel des Emergency war, wo halt Berlin, gut, Hamburg aber auch nicht und real Köln nachgebaut, und sind nur es sind real nicht reell empfunden, nachgebaut, ne? Aber sie enthalten Teile von einer realen Karte. Ja. Die Karte ist auf jeden Fall sehr groß, außerdem haben wir das Setting NRW, ich habe keine Ahnung, was Nordrhein-Westfalen. Das heißt. Das weiß ich, aber ich weiß nicht, was das Setting dazu heißen soll. Naja, aber wahrscheinlich soll es einfach angelehnt sein an so eine NRW-Kleinstadt. Ja, so. Okay. Dann, was haben wir noch so für Fakten? Wir haben auf jeden Fall ein Land- und Stadtgebiet, wir haben einen großen Chemiepark, wir haben einen Zug- und Straßenbahnunfälle. Die sind ja auch nochmal neu. Beziehungsweise in Emergency Wuppertal gab es, glaube ich, auch schon Zugunfälle an sich. Aber, jetzt nicht in so einem Ausmaß, sagen wir es mal so. Ich meine, wir und sehen ja auch gerade hier schon so einen Straßenbahnunfall hier im Hintergrund. Ja. Außerdem sind die PC-Anforderungen sehr hoch. Deswegen rödelt mein PC gerade auch ordentlich mit dem Lüfter los. Und wir sind nur im Ladescreen. GPU 100%. Ja. Ja. Was ich noch ganz kurz dazu sagen muss, ist, wir sind hier auf der Map Lüdenscheid, seht ihr auch an dem schönen roten Marker da auf der Karte. Und wie ihr seht, gibt es ja auch noch Linzing und Brandstedt. Linzing ist eine zweite Map, die auch noch mitgeliefert haben, weil eine Map wäre ja viel zu langweilig. Und Brandstedt, das ist eine Map, die man nicht spielen kann, sondern da sind nur externe Rettungskräfte stationiert. Aber ihr seht auch, die Maps Linzing und Lüdenscheid, die hängen miteinander direkt zusammen. Linzing ist eine kleine Map und Lüdenscheid ist eine große. Das heißt, alle Leute mit einer schwächeren PC-Systemanforderung, die sollten einfach Linzing spielen und nicht Lüdenscheid, weil ansonsten der PC wahrscheinlich durchraucht. Ich würde sagen, wir gehen rein, oder? Ja. Dann sehen wir hier auch schon mal die Map. Wie machen wir das denn jetzt? Oh mein Gott, ist die riesig. Und die haben alles davon selbst gebaut. Die haben keine der Standard-Maps als Grundlage genommen, wohl gesagt. Ne? Also klar, du kopierst natürlich Elemente, so Häuser etc. Ja, klar, einzelne Elemente halt eben. Krass. Aber die Karte an sich ist komplett eigens erstellt. Wie man auch sieht, mit einem großen Hauptbahnhof in der Mitte, wo Bundespolizei auch noch ist und alles Mögliche. Ihr seht ja, also im Vergleich zu Wuppertal sind es hier ewig viele Wachen, die wir auswählen können. Also so viel war es in Wuppertal auf jeden Fall nicht. Nee, ganz so viel war es nicht. Es sind, glaube ich, 40 Fahrzeuge mehr, also 150% Fahrzeuge so ungefähr. Ja. Schauen wir mal. Wir haben auf jeden Fall nochmal einiges an Externen. Wir haben auf jeden Fall mehr Polizeieinzelne, das finde ich auf jeden Fall sehr gut. Wir haben TEC, das sind Fachberater, THW, Straßenmeisterei und Stadtwerke. So Technik zurück sein. Außerdem haben wir hier Freiwillige Feuerwehr, wir haben BF ist Berufsfeuerwehr, RD ist Rettungsdienst, PD ist Polizeidepartement, wahrscheinlich. Ja, ja, Polizei einfach. Das Kriminalamt, ja, ansonsten Luftrettung, das ist jetzt auch mit neu. Wir haben Helikopter. Ja. Und die gab es überhaupt nur so ein bisschen mit Cheaten. Und das ist auch relativ kompliziert. Ja. Brandstedt Berufsfeuerwehr 1, GWW. Er soll wahrscheinlich noch alles rausfinden, was denn die ganzen Geräte zum Wasserwerfer? Keine Ahnung. Egal. Ja, also ich würde sagen. Nimm doch mal auf. Polizei nehme ich hier das und du noch das Landeskriminalamt dazu. Bundespolizei und LKA. Willst du was vom TEC haben? Ja, mach du das TC-Zeug einfach. Dafür mache ich den externen Rettungsdienst. Jo, machst du. Genau. So, wir haben jetzt noch auf der Map das Zeug auf. Was weiß ich. Willst du eher Norden, Süden, Westen, wie auch immer? Ich meine, im Norden haben wir eine Freiwillige Feuerwehr, wir haben im Westen eine Freiwillige Feuerwehr und im Süden eine Freiwillige Feuerwehr. Also wir haben eigentlich in allen Ecken eine. Ja, ich würde sagen, mach du mal die Berufsfeuerwehr 1 und den Rettungsdienst 1. Jo. Stadtmitte. Dafür nehme ich Berufsfeuerwehr 2 und Rettungsdienst 2. Mhm. Dann haben wir noch eine Berufsfeuerwache 3, die liegt außerhalb.
Im Westwind, direkt neben Rettungsdienst 2. Nämlich die. Genau. Die 4. Da würde ich sagen. Nee, guck mal, hier ist sogar noch der Rüstzug dazu, rechts da. Von der Berufsfeuerwehr 3. Der ist Berufsfeuerwehr 3 Solingen, das ist eine andere Stadt, ne? Ja, okay. Nur aber so ich stehe trotzdem B03 da dran und deshalb. Du kannst dann noch Chemiepark West nehmen, das ist dann wahrscheinlich so ein bisschen Spezialzeug. Ja. Dann nehme ich aber noch die beiden von der 1 und dann teilen wir die Freiwilligen Feuerwehren. Jetzt haben wir zwei Freiwillige Feuerwehren. Nämlich die 14 und 12 und du die 13, aber das sind ja 5 auf der Freiwilligen. Und 18. Mach ich mal so. Und nämlich noch die Feuerwehr 13, Löschzug Bredenzen und du nimmst noch die 11. Nehme ich noch die 11 hier. Und Rettungsdienst. Nehme ich die hier oben. Nimmst du Brühlinghausen 1 von Brücke und ich nehme Hellhausen das andere Brücke. Jo, machen wir. Dann haben wir perfekt aufgeteilt. Finde ich auch. Das müssen wir uns irgendwie merken, damit es das nächste Mal schneller geht. Übrigens, bei Pascal halt es nicht mehr so. Ja. So, 122 Fahrzeuge in der Wuppertal-Version waren es 82. Das Livestream hat es ja noch geschallt. Hat es ja noch bei mir gehalten. Geschallt. Das ist jetzt aber weg. Geschallt, es hat genau. Geschallt. Nee, es hat gehalt, aber das ist jetzt weg, wie ich angekündigt hatte. Ein Schaltkasten im Langsam. Jetzt, den darfst du machen. TC, ja. Apropos, wo ist eigentlich das Alarmierungsmenü? Oh Gott. Ich hab's gefunden. F1 und 2 musst du gucken, drücken. F1? Ja, oh. F1, 2, 3, 4. Okay, ich verstehe. Stadtreinigung. Ja, das ist ein bisschen größer. Ein Stördienst, Luftaussicht, Alarm. Dann kann man es hier alarmieren. Eines heißt TH1, defekter Schaltkasten. Also es ist sogar ein Kürzel dazu. Das ist nämlich eine technische Hilfe, Klasse 1. So, hier geht's auch Tobis Fahrzeugmarkierung, weil jeder Spieler hat nämlich seine eigene Fahrzeugmarkierungsfarbe jetzt, zum Beispiel. Was? Ach, schau. Ja. Deine sind einfach im Grau. Übrigens, es gibt es auch in den Einstellungen extra Punkt Lüdenscheid spielen, da gibt es noch so mal ein paar Einstellungen, wie man sich es dann schwerer machen kann, unter anderem halt ein Schwierigkeitsgrad bei der Brandausbreitung und halt noch so ein paar einzelne. Genau, aber das ist ein sehr cooles Menü an sich so. Ja, man muss sich in der Tür dran links gewöhnen. Hast du so ein paar schnell Anzeig, Auswähl-Dingsbumsens. Ich hab übrigens die Abrollbehälter, falls es dich interessiert. Ah, okay. Ah, okay, cool, da kann man einfach nur auf HLF zum Beispiel klicken, ne? TV. Das ist okay, Luftaus. Dann kann man man kann sich die Fahrzeuge einfach auswählen, wie man sie braucht, dann da am Rand. Entweder schnell oder man wählt die Fahrzeuge speziell aus, klickt dann auf Alarm und tut die dann platzieren. Ah, das ist cool, das Alarmmenü. Was geht's? Oh, Brandmeldeanlage. Kein Problem. So. Und wir wissen nicht, was los ist. Wir sehen nur eine Brandmeldeanlage. Das heißt. Das ist, glaube ich, in der Nähe von dir, oder? Ja, ich alarmiere einfach mal. Oder der Löschzug Höhe ist meins. Ich auch den gesamten Löschzug alarmiere ich jetzt einfach mal. Ah, meine sind blau übrigens, meine Markierungen. Markierungen? Ich habe keine Ahnung, was du meinst. Aber ja, meine Fahrzeugmarkierungen, die sind blau. Während deine grün sind. Ich würde da mal das Rettungsdienst übernehmen. Das ja, mach das. F1, F2. Ah, nee, warte mal, ich kann mal hier nehmen. RTW und NEF. Zack. Aber mir ist überhaupt nicht nervig, dieser Brandmeldeanlage hier. Nee, aber das kennen wir ja. Naja, das hat sich nicht geändert. Ich weiß auch krass, wie detailreich diese Map ausgeschmückt ist. Junge, unten links über der Map kommen die Funkmeldestart hier einfach. Ja. So, 3 ist auch krass. 1 ist auf Rückfahrt, beziehungsweise unterwegs halt, aber verfügbar. Okay, die Christoph, die Hubschrauber haben sich gerade einfach abgemeldet. F6 heißt Pause. 2 ist einsatzbereit auf der Wache, 3 ist auf Anfahrt, 4 ist am Einsatzort angekommen, 5 ist Sprechwunsch, 6 ist nicht verfügbar und 7 ist Transport. Beziehungsweise, ja, transportiert an Patienten oder Gefangenen. Genau. No. Oh, Alter, was ist das denn für ein cooles, modernes HLF hier? Welches? Dass es bei mir gerade einfährt. Haha. Schutzausrüstung.
Feuerwehr mit Atemschutz ausrüsten. Ah, okay. So geht das. Du musst erst auf Schutzausrüstung gehen und dann musst du Atemschutz auswählen. Dann musst du wahrscheinlich auch noch Atemschutzüberwachung irgendwie beim Fahrzeug aktivieren, wahrscheinlich, oder? Also, würde ich mal vermuten. Oh, das, Junge, das mit dem Punktmeldestart hier ist ja so krass praktisch. Ich habe jetzt einfach direkt gesehen, ah, okay. Mein Rettungsdienst ist gerade angekommen. So, ich habe RTW 1, also 1 RTW 1 ist angekommen, FMS 4. Und deshalb weiß ich dann direkt, ah, okay, die sind da. Ich kann damit jetzt was machen. Also, ich meine, allgemein so von der Mechanik her ist es ja sehr ähnlich zu Wuppertal. Das finde ich ganz nett, dass man sich noch irgendwie viel umgewöhnen muss. Gut, bei mir war nichts. No, genau, die sind alle den, wieder auf 1. Den VU mache ich. Wobei, meine Feuerwehrwache ist gleich daneben. Ich weiß nicht, was das für eine Feuerwehrwache ist. Feuerwehr, ja, das ist, glaube ich, eine Freiwillige. Ja, dann mach halt eben. Deine Rettungswache ist gleich daneben. Dann teilen wir das auf. Ich wollte sagen, mache ich Rettungsdienst. Welche von mir ist direkt daneben? Alles. Ich sehe das so schlecht, weil meine Karte so klein ist. Welche von mir ist du direkt daneben? Du kannst ranzoomen übrigens. Die 9. Die Rettungswache 9. Das ist auch so schön praktisch, dass auf der Karte zu sehen ist, weil dann kann ich einfach. Achtung! Eine Person ist gestürzt und hat sich dabei verletzt. Sie muss versorgt und abtransportiert werden. Das ist sogar relativ in der Nähe. Rettungsdienst, also gebrochenes Bein, du oder ich? Weiß nicht, ich habe noch einen Notarzt in der Nähe, den schicke ich da einfach mal vorbei, dass er den schon mal versorgt. Guckst dann schicke ich einen Rettungswagen aus der Wache 2, weil die ist da auch mehr oder weniger um die Ecke. Jo. Ich muss sagen, ich bin jetzt in das neue Alarmierungsmenü schon verliebt. Ne? Ja, ich finde, das ist schon sehr Premium, ja. Und diese Map, also, die ist einfach anders liebevoll ausgestattet. Christoph, die Hubschrauber sind wieder verfügbar, die haben Mittagspause beendet. Ich glaube auch. Die Einsatzstufe kann man jetzt übrigens manuell hier oben umstellen, wenn es interessiert. Also, Vergleich, also Wuppertal, man muss ja sagen, Wuppertal war ja schon grandios. Aber wenn man sich jetzt das hier ansieht, das ist auf einem ganz, ganz anderen Level. Okay, also mein Notarzt, der schafft es gerade nicht, zu dem Patienten hinzulaufen. Da stimmt irgendwas mit den Ebenen von dem. Der Kreislaufkollaps? Nee, das gebrochene Bein. Kreislaufkollaps weiß ich noch gar nicht. Ja, aber der Kreislaufkollaps ist mit dem. Ja, okay. Kümmert sich da schon jemand um den Kreislauf? Da ist mein Notarzt gerade nicht hingekommen und das wahrscheinlich beim gebrochenen Bein nicht benutzt, benötigt wird, schicke ich einfach meinen Notarzt mal dorthin. Ja, wird erledigt. Am nächsten ist Rettungswache 6 oder 9. Ist beides meine. Ja, okay. Dann schicke ich was zum Kreislauf. Patient ist rausgeholt aus dem Auto. Ja. Soweit verstanden. Bin dabei. Okay, ich hol noch Polizei für Abtransport. Ja, ist richtig. Dann kannst du den Feuerwehr schon mal nach Hause holen wieder. Bin bereit. Bin dabei. Okay, mein Bruder fährt auch nach Hause. Ich muss sagen, also das Spiel zu spielen hier, das bockt schon richtig. Ich hoffe wirklich, dass es halt zu wenig Abstürzen kommt. Weil es sieht halt sehr wirklich absturzgefährdend aus. Weißt du, wie ich meine? Ja, das ist schon korrekt. Also vor allem hier die Map. Bei der Linzing-Map sehe ich es wahrscheinlich ein bisschen entspannter, aber... Dort okay. Sehe ich es wahrscheinlich. Ja, ich bin ja nicht ganz sicher. So viel habe ich auf der noch nicht gespielt. Um zu sein, noch gar nicht. Auf der Linzing-Map. Okay. Weil wir sind jetzt auch gerade zum ersten Mal im Gameplay hier drin. Wir hatten uns die Map schon einmal kurz angeschaut vorher, aber Gameplay hat man noch nicht gemacht. Auf der Map hier. Also ja, das sind auch so unsere ersten Schritte mit. Ja. Der Typ mit der Trage hat sogar einen Rollsound von der Trage. Dein Rettungszeug ist beim Kreislaufkollaps. Ja. Ja, beim Kreislaufkollaps ist nur der eine RTW von mir, der jetzt gerade angekommen ist. Ist das meiner? Ja.
Der steckt irgendwie gerade fest. Interessant. RTW und NEF da vorne sind beide von dir. Kein Problem. Naja, das Ding ist, der RTW, der ist halt auf dem Rückweg eigentlich. Je. Yeah. Ist meiner, ist er nicht. Ja, yeah, er ist auch meiner. Okay. Das akzeptiere jetzt einfach mal, dass dein Not, dass er davor weggeportet hat. Hey, dein Not hat ihn hingetragen. Ach guck mal, ja, jetzt fährt er. Das war einfach eine rote Ampel. Okay. Und er fährt halt ohne Prio. Okay, erstmal jetzt Sanja dem arbeitslos. Wie sieht's denn beim Unfall aus? Da ist alles versorgt, der Abschlepper kommt auch schon. Sehr gut. Ja, in Ordnung. Das sieht doch gut aus. Bin bereit. Kreislaufkollaps ist durch. Ich denke mal, wir können Transport ohne Neff machen. Kochendes Bein, wie schaut's da aus? Ach, die sind auf dem Rückweg. Bin dabei. Das freut mich. Was mit der Alkoholintox? Ach, die sind auch auf dem Rückweg. Jo. Ich habe irgendwie, manchmal halt mein NEF, der will sich manchmal nicht auswählen lassen. Auswählen lassen? Was? Hm. Da muss ich den mit der... Die mit einem Hotfix behoben werden. Muss ich ihn immer mit K auswählen. Mit der kann man ja alle möglichen Objekte nehmen. Also Bäume, ja. Straßenlaternen. Ja, wahrscheinlich kommt da nochmal demnächst bald ein Hotfix, wo... Ja, es werden nicht so viele Bugs werden. Einfach auftreten, die wo die Entwickler nicht dachten, hä? Was haben die Spieler denn bitte gemacht? Guck mal hier, naja. 7. Weil das beste Bugtesting ist immer noch mit Spielern ja. Selbst. Natürlich. Du kannst als Entwickler so viele finden, wie du willst. Spieler werden mehr finden. Ja. Okay, Auto wird abtransportiert beim VU. Ja, da transportiere ich noch den Typen da ab. Und dann sind wir erstmal ein bisschen... Dann heißt das erstmal warten, würde ich sagen. Weil dann haben wir nichts mehr zu tun. Ich kann auch einen neuen generieren, wenn du willst. Ja, dann generiere mal einen neuen Einsatz. Weil aktuell zu tun ist ja gerade nichts, einfach nur... Ah, ein Heimrauchmelder. Und bei dem Brändner ist das Witzige, den sogenannten Fog of Fire. Du hast wir eine Freiwillige nicht, nebeneinander, dahin, nebeneinander, aber ich würde einfach ich mal meinen... Ich habe eine Freiwillige? Du hast eine Freiwillige direkt daneben, ja, aber ich würde trotzdem meinen mal schicken. Willst du von mir was haben? Von der Freiwilligen? Weiß nicht, du kannst 12? Dann vielleicht noch was holen. Ich biete ja mal einen LF an von der. Ich würde mal Evil 1, 2 HLF und einen DLK holen, oder? Reicht das? Ja. Ich bringe dir weiter. Ich hole einen LF. So, wir wissen jetzt nicht, was hier ist beim Heimrauchmelder. Erst wenn wir. Und ich hole nochmal einen RTW zur Absicherung. Dann sehen wir, was genau los ist. Wird erledigt. Das ist das Besondere hieran. Oh, jetzt will der Notarztbegleitung haben beim VU. Ich hab den Notarzt doch gerade eben nach Hause geschickt. Warum schickst du den nach Hause? Bist du dumm? Ja. Also soll ich holen? Ich hab gerade noch einen unterwegs. Wenn der gerade in der Nähe ist? Naja, ansonsten, was heißt ich hab's meinen geholt. Ja, okay. Der ist direkt in der Wache nebenan. Die Wache ist von mir direkt um die Ecke. Was ist das? Oh, ein Heimrauchmelder. Ja, ein richtiger. Direkt in der Nähe. Jetzt haben wir. Nee, es waren nicht die ersten Einsatzfahrzeuge vor Ort, sondern jetzt kam gerade ein Anruf von Anrufer, die gemeldet haben, dass es tatsächlich brennt. Und jetzt wissen wir erst, was los ist. Krass. Es gibt sogar Einsatzausbreitung. So eine Scheiße. Aber warte, das ist ja immer noch das Gleiche, oder? Nee, ja. das ist nicht der gleiche Ort. Doch. Der Heimrauchmelder. Ja, es der ist der Heimrauchmelder, aber. Ja, der hat 13 Brände jetzt. Naja, nee, aber es wurde ja woanders angerufen. Der erste Punkt war ja woanders als der jetzige Brand. Hä, nö, das ist immer der gleiche Ort. Das ist das gleiche Haus, was mir am Anfang angezeigt wurde. Doch. Mhm. Nur sind jetzt 13 Objekte brennen. Ja, wir sehen, wo meine Fahrzeuge hinfahren. 14 Objekte brennen. Also hier brennt wirklich gerade alles lichterloh. Ach du Heilige. Ich alarmiere mal ein bisschen freiwillig ein bisschen was hinterher. Mhm. GTLF? Die 12. Ein GTLF 8000! Das will ich ausprobieren. Ein HLF und eine DLK kommen noch hinterher. Kein Problem.
Ja, wie ich gesagt habe, meine Einsatzfahrzeuge, die fahren woanders hin. Okay, also bei mir war das das Gebäude, was bei mir zuerst markiert war. Von Anfang an. Also ich wusste von Anfang an, dass das Gebäude hier ist. Da musst du nur mal umalarmieren. Mein LF ist angekommen. Naja, ich hole meine eben rüber. Was hat denn der LF, was hat denn der RTW 1? Ach so, bei Krankenhaus angekommen oder wie ist 8? Wasserversorgung kann vor Ort gewährleistet werden. Wir haben hier ein paar Hydranten. Ich lege einen Verteiler, setze gleich 3 Leute in Angriff. Brauchst du Wasserversorgung für dein DLK direkt? Wenn du das machst, ja, gerne. Wir hätten der ELW hier rein. So, ich mag kurz Wasser. Ja, Wasserversorgung für die DLK habe ich auch noch einen Mann. Gut, DLK wird Wasser versorgt von mir. Alles klar. Nee, warte mal. Sagt, und eine DLK und ein HLF von mir kommen gleich auch noch. Die rücken gerade aus. Okay, ich rüste mal einen mit der Axt aus. Geht rein. Erste Person ist im Brandangriff, 2 Folgen. Erwarte Befehle. Zu Befehl. Erwarte Befehl. Wird gemacht. Bin bereit. Jetzt 3 Leute im Angriff. Achtung, Alarmstufenerhöhung. Ah, cool. Jetzt sehen wir sogar da, welche Fahrzeuge neu für mich zur Verfügung standen. Und wahrscheinlich auch für dich. Ne, 3 Stück. Hypertive Krise mit Notarzt behandelt. Die 9 und die 6 sind um die Ecke, das sind beides meine. Es sind noch Personen im Gebäude. Okay, ist erledigt. Hypertive Krise nehme ich. Beide Rettungswachen in der Nähe sind meine. Brauchst du noch meine Drehleiter? Nee, wahrscheinlich nicht. Okay. Ansonsten, ich schicke jetzt einfach nur so noch 3 Leute in Angriff von mir. Also, willst du mal die Person da aus dem Brand vielleicht rausziehen mit Leuten von dir? Ja, ja. Weil würde ich mich auf den Brand fokussieren, während du die Rettung übernimmst. Ey, wir sehen jetzt sogar die Verteiler. So, der eine Hydrant reicht aus für die 3 Feuerwehrleute und die DLK zur Versorgung. Ich bin stolz. Auch den Hydranten? Hast du Hydranten bei dir irgendwo noch? Was? Ich habe noch gar nichts angeschlossen. Weil ich habe bei mir hier einen Hydranten, aber der sitzt von beiden Fahrzeugen belegt bei mir. Ja, ich habe noch einen. Okay, Person ist gerettet soweit. Wird versorgt von dem RTW. So, 4. Person im Angriff, 5 und 6 folgen gleich. Ich verkabel mal noch meine DLK sicherheitshalber. Nee, lass. Es sind nur noch ein paar Schirmchen. Ich kühle das Haus, okay. Also kann hier nichts mehr passieren, ja. Okay, gut, dann mache ich jetzt einfach nur Wasserleitung und DLK, aber ich setze nicht ein. Herzinfarkt, die ist bei dir in der Nähe. Jo, in der Nähe deiner Wache 1 ist die. Der Herzinfarkt. Ist in Arbeit. Jetzt kommt ein richtig gutes Feeling rein in das Spiel. Ich merke das jetzt. Wenn wir mal kurz so ein bisschen still sind, es ist halt wirklich sehr schön. Also. Doch dieses ganze Planerische, was du machen, ordentlich machen kannst. Und, ach, ich liebe Wuppertal und ich liebe Lüdenscheid noch viel mehr. Ey, übrigens, wenn du die Maschinisten nimmst, dann siehst du, wie viel Atemzeug die noch haben, die Feuerwehrleute. Von dem Fahrzeug. Wo ist denn der Notarzt? Der Notarzt ist verschwunden. Was? Ich suche einen Notarzt. Der ist abgehauen.
Schaut auch hier im Menü. Einsatzkräfteübersicht. Okay, Brandeinsatz ist gelöscht. Gelöscht? Okay, der Sanitäter ist einfach gerade nach unten. Oh, lol, die haben sich hier durch die Dingens durchgebackt. Ich schicke meinen Einsatzleiter rein, der kann dann nochmal nachschauen. Also die Dings läuft ja immer noch. Okay, der Patient liegt hier ein bisschen doof, er liegt im Brückengeländer und die fallen die Brücke runter. Der Einsatzleiter hat noch einen Brand gefunden. Und noch, dass Personen eingeschlossen sind. Cool. Ich brauche mal irgendeinen Feuerwehrmann. Kannst du den Einsatz hier beenden? Die hypertiefe Krise? Hypertiefe Krise? Was? Hypertensive Krise, weil die Rettungsdienste, die kommen nicht an die Rand. Immer mit denen versorgen wollen, fallen die Brücke runter. What? Ja, der liegt im Brückengeländer drin, der Typ, und die fallen die Brücke runter. Ich muss mein Rettungsdienst einmal umparken und nach unten unter die Brücke, dass die mal wieder der Notarzt und Sanitäter aufnehmen können. Was zur Hölle? Wir lassen die hypertensive Krise einfach mal Nein, sein. Nein, ich kann einfach den Patienten bewegen. Was heißt denn davon? Achso, ja, okay, dann beweg den mal ein Stückchen weg von der Brücke. Ich muss trotzdem was bei unten die Sanitäter wieder aufsammeln, weil sonst stehen die da unten und haben keine Ahnung, wo sie hin sollen. Okay, er liegt jetzt etwas besser. Dankeschön. So, Heimrauchmelder, brauchst du mich noch oder kann ich meine FF abziehen? Oh, jetzt sind da noch Leute drin. Warte, nein, nicht löschen. Du musst einfach nur reingehen. Deine DLK, die kannst du auf jeden Fall abbrücken. Ja, und den Rest von mir? Ich würde mal den HLF und die DLK abbrücken und das LF, wo auch deine DLK mit dran ist, die lasse ich mal noch da, okay? Jo, mach das. Da habe ich dann nur noch drei Leute. Achso, und ich würde gleich nochmal einen zweiten RTW. Dass das gelöscht werden muss und noch eine vierte Person, die einfach hier dasteht, bei mir. So, Notarzt, du steigst da ein, Sanitäter steigt da ein und dann fahren die bitte einmal wieder nach da oben auf die Brücke drauf. Okay, Patient wird soweit versorgt. Ich frage mich gerade, wo mein Einsatzleiter ist. Da geht es bitte nochmal schauen. Krass, dass ich jetzt so eine Nacherkundung noch machen kann, ne, mit dem Einsatzleiter. Ne, ich dachte mir schon so, wahrscheinlich ist das auch noch da. Scheint es aber gut auszusehen. Heimrauchmelder zurücksetzen, genau. Tür und Polizei wieder verschließen, ne? Da bin ich, glaube ich, näher dran. Ja. Ich schicke jetzt meinen LF auch noch mit nach Hause. Jojo, das heißt, kannst alles rückalarmieren. Du kannst deine DK auch nach Hause schicken, ne? Weil solange die noch bei mir angestöpselt ist, klappt das ja nicht. So, hypertensive Krise. Muss erstmal warten, bis die wieder da sind. Da kommen sie. So, mal sehen, ob was bis dahin überlebt hat. Ich habe jetzt echt ein bisschen warten lassen, ne? Mit die ganze Zeit Rettungssanitäter die Brücke runterfallen. So, ich glaube, dann haben wir auch unsere erste Schicht dann heute langsam echt gut geschafft, würde ich sagen. Und ich bin richtig gehypt auf die nächste Folge schon. Also. Was da ist? Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber. Hätte ich jetzt nicht Zeitnot, weil ich die Folge auch noch heute schneiden muss, damit sie morgen rauskommen kann, dann würde ich jetzt gerne noch drei weitere Folgen aufnehmen. Ah ja. Definitiv. Achso, ich mach mal Einsatzstopp.
Ja, das ist immer ganz sinnvoll. Das ist auch so ein tolles Feature, was wir auch schon bei Wuppertal gab. Aber Einsatzstopp. Da kannst du die Einsätze, die noch da sind, abarbeiten und dann kannst du Ende machen. Ach. Ich habe das Gefühl, wir werden hier ein sehr, sehr schönes und sehr, sehr langes Let's Play haben. Ich fühle das richtig. Wuppertal ging ja auch 19 Folgen lang. Plus die 20. Folge, die sagenumwoben ist und nie rauskam. So, ich mache bei der hypertensiven Krise mal direkt einen Notarzttransport. Na, wenn er schon nur da ist. Einfach um sicher zu gehen. Weil ein Notarzt wurde ja auch zur Behandlung unbedingt gebraucht. So, Heimrauchmelder sieht gut aus. Du hast nur noch einen RTW von dir, der jetzt auch abfährt. Und ansonsten haben wir nur noch den Herzinfarkt. Der auch gerade eingeräumt wird. Rücken sie ja auch gerade ab. Das heißt, so hätten wir jetzt alles fertig, oder? Ja. Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr auch in der nächsten Folge wieder einschaltet. Und lasst gerne eure Rezension da, wie ihr das Spiel findet und wie viele Folgen das Let's Play damit da haben soll. Ob 20, 30, 40, 50, 600. 600. Herzlichen Kommentare. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.